Jetzt kommt es in erster Linie darauf an, dass Europa geschlossen ist. Wir müssen gemeinsam klare Kante zeigen und Geschlossenheit zeigen, damit wir beispielsweise in einem Konflikt, in einem Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten auch eine starke Position haben. Und das scheint uns ja im Moment ganz gut zu gelingen. Die EU hat auch hier Geschlossenheit gezeigt und hat den Giftanschlag scharf verurteilt. Das ist essentiell für uns, für unsere Sicherheit, dass wir auch bei solchen Situationen zusammenhalten, Europa stark ist. Wir sind hier ganz klar an der Seite Großbritanniens. Solche Giftanschläge sind in keinster Weise zu rechtfertigen und dürfen auch nicht verharmlost werden. Auf EU-Ebene stehen wichtige Weichenstellungen an, beispielsweise zur Migration, zur Wirtschafts- und Währungsreform, zur Frage, wie wir den Brexit tatsächlich und erfolgreich gestalten und in der Frage, wie wir auch die Finanzen planen in Zukunft. Hier muss der nächste mehrjährige Finanzplan aufgestellt werden. Das wollen wir noch bis vor der Europawahl schaffen. Wir haben gesehen, dass unsere Partner in Europa auf Deutschland gewartet haben. Und wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, die Themen schnell anzupacken. Das erwarten auch unsere europäischen Freunde.